Grüße. Vielleicht Verpflichtung im Sommer, wa? Das ist alles hier. Moin Leute, hier ist euer Richie. Ich habe gehört, heute steht was Krasses wieder an bei uns. Der Präsi ist sogar da, mit Mats Hummels, Bürgermeister und natürlich, wir sind live. Also seid dabei, schaltet ein und ich hoffe, dass wir das Spiel heute gewinnen. Dafür sind wir heute da. Jawohl, Präsidente! Sicher? Nein. Der Bürgermeister von Berlin-Spandau, der Bezirksbürgermeister. Spandau ist ja ein Bezirk Berlins, das dürfen wir nicht vergessen. Der ist heute auch da. So, hier. Hallo. Sportstudio, ne? Ja. Hallo. Ja, mach mal. Fass ruhig. Herzhaft zu, ja. Ich bin da eigentlich nicht so zimperlich. Alte Schule. Präsident Knabe bei uns von Eintracht Spandau und der Bezirksbürgermeister aus Spandau, das ist Frank Bewig. Da würde mich ja jetzt wirklich mal interessieren, wie hat der Kontakt zwischen Ihnen beiden stattgefunden? Hat hier Präsident Knabe einfach mal ans Rathaus eine Mail geschickt oder wie darf man sich das vorstellen? Ein Fax? Ja, im Grunde war es wirklich so. Ich kenne natürlich erzähl du mal. Den Präsidenten schon auch aus den sozialen Medien und anderen. Bevor ich mit Ihnen ein Scheiß-Meeting mache, soll ich mir lieber 3 Stunden Scrimpfut jetzt schon pendeln oder gehe mit Lenz frühstücken. Warum denn ausgerechnet Spandau? Das ist der erste und bisher einzige Club, der so ein Support-Team mitbringt. Was macht Spandau da anders oder besonders? Na, ich glaube, um das zu sagen, dass Spandau Historie hat und Spandau immer was Besonderes war, auch als teils bei Berlins, aber wir kokettieren immer so ein bisschen, wir sind nicht ganz Berlin. Wir sehen auch, wir haben ja hier auch von euch ein Trikot hängen. Ich laufe mal hier an unsere Trikotwand von Eintracht Spandau. Haben Sie denn auch schon ein Trikot? Nein, habe ich noch nicht. Ich glaube, in meiner Größe gibt es das nicht. Aber wir gucken mal, vielleicht eine Sonderausstattung oder eine Sonderanfertigung. Herr Knabe, das müssen Sie aber möglich machen. Ja, aber selbstverständlich, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, natürlich muss man sich Sorgen machen, ne? Wenn ein Spieler wie Ritchie dann zu einer Regionalliga-Mannschaft wechselt, ist wie Fortuna Köln, die auch Ambitionen haben, aufzusteigen. Momentan sieht es so aus, einfach, dass er spielen darf. Aber es kann immer sein, dass es Tage gibt, wo man mit dem Verein auch drüber reden muss, wo Ritchie dann aussetzt. Aber größtenteils sollten wir uns keine Sorgen machen, wird Ritchie auch für Eintracht Spandau weiterstehen. Hans, wundere dich, was will ich nur wundere dich. In diesem Sinne auch vielen Dank und ich bin für die Mannschaft da. Man munkelt, vielleicht ist es geklärt. Vielleicht ist es gar nicht Benjamin Zeidel, sondern Lionel Messi. Leute wissen es nun. Hör doch mal auf, so hoch zu stapeln. Die Leute denken, jetzt kommt was. Ich habe mit Fußball nichts zu tun. Nichts mit Fußball zu tun, ich bin nur für die Stimmung hier. Nein, ich bin die Wildcard heute. Ich bin der Hans und ich, wir kennen uns jetzt ein paar Tage. Und er hat mich dann angeschrieben, gefragt, ob ich Bock habe oder ich bin dabei. Einfach spannend auf die 1. Ich habe einen Anruf von Justus bekommen. Wir kennen uns aus DKV, Kleinfeld-Nationalmannschaft Zeiten. Und da fiel die Entscheidung nicht schwer, direkt zuzusagen, gerade weil ich auch aus der Ecke komme und ich einfach Bock habe, wieder zu zocken. Heute VfL Zimbus gegen Spandau. Wir sind gut vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es bei Hans aussieht. Wir sind auch gut vorbereitet. Am Ende des Tages geht es darum, wir wollen ein überragendes Spiel leisten. Ne? Und dann gewinnt die Mannschaft, die eben die bessere ist. Und das wird leider, da sind wir da. Richtig, also. Ist richtig, Sieber. Wenn wir heute Eintracht Spandau schlagen, das ist wahrscheinlich so das gehypteste Team gerade, würde ich sagen. Alter, also einfach mit dem ganzen Drumherum. Ich meine, hier saß gerade der Bürgermeister. das wäre natürlich heute ein Statement-Sieg. Und da geben wir uns Mühe, dass wir das heute auch mal ohne so einen Sechserpack vom Kollegen Simon schaffen. Aber wie beeindruckend ist es denn, dass hier, man hört schon im Hintergrund, die Fans von Eintracht Spandau, beeinflusst das vielleicht auch eure Spieler? Nee, die sind abgeklärt.
Also das ist voll geil, was Eintracht Spandau macht. Also auch Grüße hier an die Spandauer im Chat. Finde es mega geil. Bei aller Rivalität, wir wollen natürlich heute gewinnen, aber das Projekt macht einfach unfassbar Spaß. Und jetzt ist der Teammanager Präsident Knabe hier und ich möchte die beiden Herren schon mal vorstellen, wenn ich beide hier habe. Herr Präsident Knabe, Präsident Hummels, Präsident Hummels, Präsident Knabe. Präsidium, wa? Pass mal auf, Mats. Wir haben viele Krankheitsausfälle bei uns. Verteidiger, ja? Vor allem. Voll, den kennst du ja. Der hat Rippe gebrochen im Spiel. Also voller Einsatz. Und Koka Rausch ist heute nicht dabei. Dein Vertrag läuft doch im Sommer aus. Also wir können da vielleicht was arrangieren. Und dann spielst du ab Sommer bei uns. Das ist das erste offizielle Angebot. Also das Angebot haben wir notiert. Das wurde auch noch nicht abgelehnt. Wir sind einfach gespannt, was da passiert. Grüße. Vielleicht Verpflichtung im Sommer, wa? Das ist alles hier. Mach mal. Ja, Herr Kriminell, ich spreche mit dem Bürgermeister. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das kriegen wir hin. Weil ich weiß nicht, wie so ein Berliner Haushalt aussieht aktuell. Ne? In Spandau einmal frei, wir sind Spandau ja nicht Berlin. Ach ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe die kurzen Denkfehler drin gehabt. Alles gut. Kleine geografische. Von Bresi zu Bresi passiert das mal, wa? Ich bin so heiß, ich habe so Bock. Spandau auf die 1, Zimbros. Ich habe einfach Bock zu spielen, die machen. Ich gebe 101%, dass wir das Spiel heute gewinnen. Kein Unentschieden, keine Niederlage. Das Wort Niederlage kennen wir gar nicht, wir machen das heute. Ich glaube, es wird richtig Feuer drin sein. Ich glaube auch, aber am Ende des Tages werden wir uns durchsetzen. Im Interview wurde schon ein bisschen gepöbelt, die Zimtis. Ne? Ihr werdet sehen, was die Zimtis machen. Okay. Jawohl, hört man doch. Anstoß fängt es schon an. Mit dem Anstoß fängt das an. Seid ready. Also komm. Marcel Heller ist auf jeden Fall total fit. Guckt euch diese Einstellung an. Zu gestalten und das ist Heller. Clemens lauert. Bewegung! Männer! 2-0 Ecken übrigens für die Zimbos. Beim dritten gibt es ein Penalty. Jetzt aber erstmal das Tor für Spandau. Und es ist 3-Play. Das Ganze wird ausgewählt nach dem Zufallsprinzip. Jetzt also für die letzten 3 Minuten, Chat. 3-3 auf dem Feld für die letzten 3 Minuten der ersten Hälfte. Und das ist ein Aufschlug ohne Reiserücktrittsversicherung. Bei den Zimbos fehlt der Stammtorwart, was ich da vorhin Quatsch erzählt habe. Julian Mehl bei den Zimbos im Tor. Super Grätsche, was eine Grätsche. Von Akbulut. Und Matondo. 3-0, 14. Minute. Spandau eskaliert. Clemens. Clemens, die Zimbos wieder da. Vorlage Heller. Und das ist das 4-1. Absoluter Wahnsinn, wie Spandau das ausspielt, muss man auch mal sagen. Bitte, Mann. Guck mal links. Mürrisch, ne? Und jetzt aber, Schluss aus, 4-1, Eintracht Spandau. Starke Leistung von Eintracht Spandau auf dem Platz. Nicht so starke Leistung vom Präsidenten neben dem Platz, weil es gab schon wieder den nächsten Skandal von Präsident Knabe. Oder da schüttet er tatsächlich sein Bier. Die trinken Bier. Also, erstmal saufen die hier. Erstmal trinken die, während ihre Mannschaft spielt. Und dann schüttet er hier noch den Bezirksbürgermeister Bewig. Herr Knabe, haben Sie sich denn beim Bürgermeister entschuldigt dafür? Das war ja mehr als peinlich. Selbstverständlich, Mensch. Herr Klebig, das tut mir so leid. Das war auch natürlich kein... Das war jetzt ein Malheur und ich gebe zu, schön war es nicht.
aber sie, Gott sei Dank hatte ich ja Taschentücher dabei. Ist die Bürgschaft in Gefahr? Jetzt reden Sie doch nicht. Also, schauen Sie mal, das ist auch ein schönes Tor. Spiel ist freigegeben. Das ist ja Wahnsinn. Yeah! Heißt 1 gegen 1, Leute, für die letzten 3 Minuten. Und Philipp Simon, das ist seine Spezialdisziplin. Guckt euch das an. Darf nochmal. Und auch die Fackel ist drin. Zeitspiel, Zeitspiel. Wir haben Zeit. Enorm abschlussstark. Simon! War mit der Hand dran und das darf er nicht. Und das heißt Tor! Das heißt Tor! Philipp Simon, noch einmal konzentrieren. 7-5 und dann weißt du es nicht mehr. Tim Kletisch, mutig mit dem Kopf für sein Team. Der Schädel brummt, aber er opfert sich für seine Mannschaft. Handspiel hier nochmal nicht erlaubt. Nein, Schluss aus! Eintracht Spandau gewinnt das Topspiel mit 7-4. Tim Kletisch brummt der Schädel. Aua, das tut weh, nicht ganz mit der Stirn erwischt, sondern mit dem Schädel obendrauf. 7-4, die Zimbos kommen nochmal eindrucksvoll zurück. Alles super. Immer hingehen, ne? Was soll ich machen? Ich habe keine Hand. Was soll ich machen? Geh ich mit dem Kopf hin. Ja, war auf jeden Fall ein geiles Spiel von uns wieder. 7 Tore gemacht. Könnten ein paar mehr sein, aber letzten Endes für die jetzt gereicht. Und mit den Fans, was sagst du? Überragend einfach. Das sind echt geile Fans, eine geile Community. Wir freuen uns auf jedes Spiel immer wieder. Und auch nochmal von mir, vielen Dank, dass ihr da wart. Ohne euch, glaube ich, macht es überhaupt keinen Spaß hier. Die Kulisse ist überragend. Das Busch von außen übertrieben. Und die Jungs, ich glaube, wir sind in dieser kurzen Zeit, auch wenn ich jetzt neu dabei bin, irgendwie schon zu einer kleinen Familie geworden. Und ich glaube, darauf kommt es hier an. Wer am Ende eine Mannschaft ist, eine Familie und alles auf den Platz lässt. Und das bringen wir mit. Wenn wir die Leistung wie heute abrufen, kann das was ganz Großes werden. Ich bin heiser wie immer. Ja, überragend von unserer Mannschaft. Die Kleinigkeit ist, wir hätten noch 3 Tore mehr schießen können. Das regt mich auch, dass wir diese 3 Tore nicht gemacht haben. Aber sonst 7-1 gewonnen. So wie ich gesagt habe, dass wir gewinnen. Also, Eintracht Spandau feiert schön und nächstes Mal liefern wir wieder ab. Leider heute gegen euch verloren, verdient. Abhaken und weitermachen. Nächste Woche geht's weiter. Ja, tatsächlich, als die ersten reingegangen sind, habe ich gedacht, ich könnte das jetzt noch umreißen. Aber dann habe ich einen nicht richtig getroffen und bei dem Rückstand musstest du alle treffen und das habe ich nicht geschafft. Deshalb, ihr habt heute verdient gewonnen, wir haben zu viele Fehler gemacht, ihr habt ein super Team, aber ich denke, wir werden uns nochmal wiedersehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Eintracht Spandau für den Sieg heute, war auch verdient. Wir haben heute nicht in unser Spiel gefunden, haben viel zu einfache Fehler gemacht, das hat letzte Woche schon bei uns angefangen und dann viele einfache Gegentore bekommen. Und dann verlierst du halt Spiele wie heute. Fans haben wieder hervorragende Stimmung gemacht. Es ist gut, dass die Halle ein bisschen zum Beben kommt, wenn die spielen und allgemein. Und deswegen auch viel Glück für nächste Woche an Eintracht Spandau und uns selber auch. Und dann geht's weiter. Und vielleicht seid ihr bekannt damit, was wir gerne am Ende unserer VODs auf YouTube machen. Wo die Havel kreuzt die Spree von Berlin aus, JWD. Wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau.